So Leute, ich bin auch mal wieder da bei Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundung aus dem Himmel. Ihr werdet es nicht gemerkt haben, aber zwischen der letzten und dieser Aufnahme, da dürften jetzt inzwischen 2 Monate liegen. Ich habe da eine ganze Zeit lang vorproduziert und ich muss jetzt erstmal wieder reinfinden und schauen, wo ich überhaupt bin. Aber anscheinend bei der Gildenexpedition. Stimmt, ja genau, hier habe ich aufgehört. Hey, lang genug gedacht. Ich erzähle es allen der Gilde. Geht ihr zwei schon vor. Okay, gehen wir los, Kilian. Auf zum Nebelsee. Nicht so schnell. Ihr miesen Kerle. Gut gemacht. Wow, ihr habt das Rätsel gelöst. Jetzt seid ihr für uns nutzlos. Hehe, wir stauben den Schatz ab. Danke euch. Ihr Gauner. Darum seid ihr also mit auf die Expedition gegangen. Ihr habt das die ganze Zeit geplant. Wow, habt ihr etwas anderes erwartet? Ich sage es nur ungern, aber wir müssen euch sofort aus dem Weg schaffen. Diese Worte werdet ihr noch bereuen. Wir lassen nicht zu, dass ihr zum Nebelsee geht. Habt ihr unsere letzte Auseinandersetzung schon vergessen? Ich darf euch daran erinnern, dass ihr gegen Smogon und mich verloren habt. Wir haben euch mit unserer giftigen Gas-Spezialkombo den Rest gegeben. Ihr werdet versorgen. Genug geredet, nehmt das. Die giftige Gas-Spezialkombo von Smogon und Mi. Warte auf mich. Was? Perfekter Apfel. Endlich habe ich dich, mein perfekter Apfel. Würde ich meinen perfekten Apfel verlieren, dann würde ich. Oh. Oh, ihr zwei. Und meine Freunde auch. Alle sind zusammen. Hurra, hurra. Gildenmeister, was machst du hier? Was ich hier mache? Ich bin in den Wald spazieren gegangen. Dann ist mir mein perfekter Apfel einfach davon gerollt. Also rannte ich und nun bin ich hier. Oh, ja. Ihr zwei solltet hier nicht rumtrödeln, findet ihr nicht? Ihr habt doch einen Job zu erledigen, oder? Na, dann geht schon, geht. Aber ihr wollt nicht etwa auf ihr wollt nicht auf euren Gildenmeister hören? Buh. Schnell, geht und erkundet. Okay. Gehen wir, Kilian. Viel Glück. Oh, ich hoffe, es gibt bald gute Neuigkeiten. Lalalalalala. Gildenmeister. Was ist denn, Freund? Wir dachten uns, wir sollten auch auf Expeditionstour gehen. Oh? Das ist nicht nötig. Das kann ich von meinen Freunden nicht verlangen. Wir überlassen den beiden das Erkunden. Warten wir auf ihren Bericht. Lalalalalala. Boss, es ist langsam echt seltsam. Team Crosshard wird uns den Schatz bringen. Wird uns um den Schatz bringen, wenn wir nichts tun. Was sollen wir machen? Wir müssen irgendwas tun. Wir haben keine Wahl. Wir überwältigen jetzt sofort Knuddeluff. Dann jagen wir Team Crosshard. Aber glaubt ihr, dass das gut geht? Knuddeluff ist irgendwie gruselig. Keine Sorge, er wird keine Probleme machen. Und außerdem, es heißt, dass Knuddeluff einen unglaublich kostbaren Schatz besitzt. Oh, wirklich? Ein Schatz? Richtig, ich habe also sowieso vor, ihn loszuwerden. Jetzt ist die Gelegenheit. Hey, Smogon, bereite die giftige Gas-Spezialkombo vor. Wir werden uns Knuddeluff so richtig vorknöpfen. Nichts für ungut. Aber der große berühmte Erkunder Knuddeluff ist erledigt. Hahaha. Kapitel 9: Das Mysterium des Nebelsees. Hey, ich sehe das, Kilian. Siehst du, da ist ein großer Riss. Ich glaube, wir könnten da durchgehen. Ist das Dampf?
Ich frage mich, ob es da drin sehr heiß sein wird. Aber jetzt ist es zu spät, um kalte Füße zu bekommen. Ich zittere schon vor Spannung. Was uns da drin wohl erwartet? Und was uns wohl auf dem Gipfel erwartet? Ich kann mir nicht im Ernsthaftesten vorstellen, was uns bevorsteht. Wir betreten gleich einen Ort, an dem noch niemand vorher war. Bei den Gedanken rast mein Puls. Gehen wir. Lassen Sie hineingehen und dann nach oben steigen. Jo, das machen wir doch. Aber erstmal. Ich muss erstmal schauen, was ich hier überhaupt dabei habe. Erstmal wieder ein bisschen ordnen. Stöcke und Eisenbahn. Äpfel. Ach, es reichen zwei normale Äpfel. Flodergummi, eine Amrena-Beere. Frage Persiv. Wie viele Zielbeeren sind das? Vier. Ja, die sollte ich vorsichtshalber mal mitnehmen. Am Ende von dem Dungeon kommt ein Bosskampf. Flairsamen, Heilsamen. Ja, das ist durchaus nützlich. TMs brauche ich auf jeden Fall keine. Star-Orb ist auch noch nicht notwendig. Wir haben noch keine Monsterräume. Noch nicht, die kommen schon noch. Ich würde hierfür gerne 3 Belebersamen mitnehmen. So. Wie schaut das Inventar jetzt aus? Ein paar Items zum Werfen. Äpfel. 4 Siedelbeeren, 3 Belebersamen. Ein Top-Elixier. Ja, das sollte hoffentlich reichen. Ich bin eben ein bisschen überlevelt. Packen wir es an. Währenddessen. An der Statue von Groden. Hey, Boss! Was ist los? Stimmt etwas nicht? Boss! Hey, Boss! Wie lange starrst du ihn jetzt schon an? Komm schon, nebeln wir ihn so richtig mit unserer guten alten Spezialkombo ein. Psst! Halt die Klappe! Liebe Freunde, was ist los? Ihr seht mich die ganze Zeit so unheimlich an. Bah! Der Typ ist eine harte Nuss. Echt hart. Jetzt verstehe ich. Ihr wollt mich mit lustigen Grimassen zum Lachen bringen. Ich wette, ich kann euch auch zum Lachen bringen. Komm schon, Boss. Ich halte das nicht aus. Diese schräge Szene macht mich wahnsinnig. Na gut, es klappt nicht und wir haben keine andere Wahl mehr. Hey, Knuddeluff. Was ist denn? Hey, nichts für ungut, aber jetzt bist du dran. Nimm das. Eine giftige Gas-Spezialkombo von mir und Smogon. Oh Gott. Ich hätte zu gern gesehen, was jetzt hier da passiert ist. Was habe ich denn hier überhaupt fixiert? Meine Ultra-Kombo. Moody-Orb, Köder-Orb. Ja, zwei relativ nutzlose. Wie ich finde. Ein sehr, sehr langer Gang, der nirgendwo hinführt. Juhu. Ich bin ja schon mal wieder sehr begeistert. Ein Snubbel, das Eis zeigt mir. Oh, Moment, jetzt muss ich erstmal wieder die Steuerung. Okay. Sehr schön, AP-Sparer. Okay, ja, stimmt. Ja, hier geht es ja auch nur im Kreis. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Option, irgendwo hinzugehen. Und hier haben wir einen Zerpeise. Und noch eins. So. Verwende jetzt keine weiteren Attacken mehr auf dieser Ebene. Ich lasse das Fliegi jetzt auch mal ein bisschen machen. Macht ja so viel Spaß, wenn alle Doppelteam benutzen. Okay, hier haben wir einen Taubsamen. Das ist sehr praktisch. Ebene 2.
Mann, habe ich heute wieder eine Präzision beieinander. Eisendorn, Eisendorn. Die Höhle ist heute sehr, sehr komisch aufgebaut. Den lassen wir mal da schlafen. Treppe. Eine Sindelbeere. Das ist doch sehr schön. Kann man ja nie genug haben. Ebene 5. Ein Belabersamen. Mhm. Da freut man sich und dann sieht man das A. Sehr schön, Fliegi. Hast du gut gemacht. Ein Apfel. Warp-Orb. Appell-Orb. Rotgummi. Super. Findet man eine ganze Itempalette hier. Intensität. Die tut sogar mir noch einigermaßen weh. Ebene 6. Na dann schauen wir mal. Ein Porenta. 104 Schaden. Hier liegen überall nutzlose Orbs rum, habe ich das Gefühl. Ein Schlafsamen. Den können wir doch auch gut gebrauchen. Und da ist ein Blaugummi oder ein Azurgummi. Bin nicht ganz sicher. Es ist ein Azurgummi. Und ich habe keinen Platz mehr. Dann lassen wir den Belabersamen da. Bringt ja eh nix. Magen knurrt. Gefällt mir gar nicht. Oh gut, ich habe genug Äpfel dabei. Soll mir jetzt also nichts ausmachen. Aber mal schauen, ob ich noch bis... Ja. Genau, bis hierhin wollte ich noch kommen. Wir haben es ziemlich weit nach oben geschafft. Wir müssen schon nahe am Gipfel sein. Hey, was war das? Gerade eben, hast du das gehört? Habe ich mir das eingebildet oder nicht? Naja, egal. Wir sind bald da, also lass uns weitergehen. So. Können wir eh nicht wirklich viel machen, außer speichern. Hast du das gehört? Also habe ich mir das Geräusch doch nicht eingebildet. Es hat sich wie eine Art Brüllen angehört. Aber ich frage mich, was es sein kann. Wer weiß, was uns erwartet. Aber seien wir tapfer und gehen wir weiter. Wir sind fast da. Gehen wir. Ja, wir sind beinahe da. Und wenn wir den Gipfel erreichen, dann treffen wir vielleicht endlich Selfe. Vielleicht bekomme ich von ihm eine Antwort auf meine große Frage. Wer bin ich? Das heißt, wer war ich, bevor ich mein Gedächtnis verlor? Da fällt mir ein, ich habe Fliegi noch immer kein Wort davon erzählt. An was denkst du, Kilian? Du musst mir etwas sagen? Was ist das? Du hast was? Seit wir das Basislager erreicht haben, seither hast du das Gefühl, diesen Ort irgendwie zu kennen? Und du hast auch von dem Pokémon erfahren, das am Nebelsee lebt? Das ist Selfe, oder? Der Legende nach löscht es also so das Gedächtnis von denen, die dort vorbeikommen. Du vermutest also, dass du schon einmal hier warst? Du glaubst, dass dir Selfe begegnet ist und dein Gedächtnis gelöscht hat? Verstehe. Das beschäftigt dich also schon die ganze Zeit.
Tja, das ist nur ein Grund mehr, bis zum Gipfel zu gehen. Wir müssen Selfie treffen und herausfinden, was wirklich geschehen ist. Ich frage mich, wie du warst, bevor du dein Gedächtnis verloren hast. Vielleicht kann Selfie unsere Fragen beantworten. Na los, machen wir uns auf den Weg zum Gipfel. So, musste mich mal ganz kurz räuspern. Weiter geht's, obere Dunsthöhle. Und wir haben hier gleich die Treppe. Wie viel Geld habe ich eigentlich dabei? 600. Nein, sehr preise. Eine coole Box, die nehmen wir doch mit. Pillwaps braucht wirklich niemand. Zumindest nicht, solange es keine Warpfallen irgendwo gibt. Amrena-Beere, die lasse ich die liegen. Komm, nimm mal mit. Gegen den Modi-Orb. Ui, Level Up. Und ich kriege eine neue Attacke. Was kriege ich denn? Slam. Nicht unbedingt mein Fall mit so wenig Trefferquote. So. Ja, ich liebe meinen Ruckzuck mit der Plus 1 Prio. Gehen wir einfach mal weiter. Hier ist ein Top-Elixier und eine Menge Pokémon. Finde ich ja schön, dass ihr euch schön unten anstellt. Drei Poker, das hat sich jetzt voll gelohnt, die aufzusammeln. Die nehmen wir auch mal mit. Schon wieder so viel Geld. Ich bin erstaunt, wie viel Geld hier immer rumliegt. Ein Blaugummi. Okay, den würde ich jetzt gerne. Wir haben ja noch einen nutzlosen Orb. Ein Plosivsamen lassen wir da. Lockduft, okay. Okay. Machen wir es halt so. Die Siedelbeere lasse ich jetzt aber liegen. So viel brauche ich jetzt doch nicht. Ja, dachte ich mir fast, dass das nirgendwo hinführt hier. Okay, mit Rauchwolkenstatus mache ich nichts. Siedelbeere. Was haben wir hier? Ein. Okay, den sollte ich vielleicht mitnehmen. Frage ist, was lassen wir da? Komm, lassen wir die Arena-Beere da. Ich habe doch noch ein paar. Genau. Thank you.
Orb sammeln brauche ich nicht. Bald geschafft haben. Einmal werfen und einmal draufhauen. Geld, Geld, Geld. Immer her damit. Wieder Lumise.